Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Wir machen weiter auf Takodana, jetzt hier in der zerstörten Version, was leider jetzt von der ersten Ordnung zerstört wurde. Ja, zerstörte Version wurde zerstört. Und wir gehen hier direkt zur nächsten Mission. Ich soll sie wahrscheinlich nicht direkt so nennen. Wir brauchen erstmal unseren Chewbacca, der hier das Ding hier erstmal aus dem Weg räumt. Und uns dann hier reinbringt in diesen Bereich. Moment, lass mich das mal ansehen. Wo wir mit Han Solo dann mit dem Fernglas, Fernrohr-Dings da, hier eine Schwachstelle finden können. Was ja, dann, wie vermutet, es ist ein Baum. Und du hast ein Lichtschwert, weißt du noch? Aufreißen kann. Wir müssen immer K drücken, das ist auch wieder eine Umgewöhnung, weil in Lego Star Wars 3 The Clone Wars war es nämlich H. Okay. Das wird wahrscheinlich später auch noch ein goldener Stein als hier sein. Diese ganzen Sidequests machen wir alles später. Wie ihr bereits ohne einen Kratzer. Naja, ohne einen neuen Kratzer. Yep, und wir starten das nächste Level. Kapitel 7. Der Widerstand. Ray wurde gefangen. Deshalb zieht sich die Erste Ordnung rasch vor den Truppen des Widerstands, die als Verstärkung auf Takodana eintreffen, zurück. Auf der Starkiller-Anlage benutzt Kylo Ren seine Kräfte, um Luke Skywalkers Aufenthaltsort von Ray zu erfahren. Überraschenderweise kann sie standhalten. Schrottsammlerin! Hat dir widerstanden? Die Macht ist stark in ihr. Nicht ausgebildet, aber stärker als sie weiß. Und der Droide? Ren war der Meinung, dass er nicht länger von Wert für uns ist. Dass das Mädchen alles ist, das wir brauchen. Und daher befindet sich der Droide wahrscheinlich wieder in den Händen unserer Feinde. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Wir kennen ihren Standort. Wir verfolgten ihr Aufklärungsschiff in das Illenium-System. Gut. Dann werden wir sie ein für alle Mal zerschmettern, Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Wenn wahr ist, was du über dieses Mädchen sagst, bring sie zu mir. Oh nein. Die Eisbombe ist runtergeschmissen. Ich kann noch essen können. Schon lecker gewesen. Ich hätte auf jeden Fall gerne genommen. Okay, wir sind jetzt zurück auf Dakar. So spricht man das, glaube ich, aus. Poe? Oh, Dameron, du lebst noch. Finn! BB-8 sagt, du hast ihn gerettet. Wir sind dankbar für jeden Hinweis. Sobald wir BB-8 starten mit unseren eigenen abgleichen können, finden wir Lukes Aufenthaltsort. Der Hauptcomputer ist jenseits dieser Tür. Okay, und hier steht der Falke einfach mal genau mitten in der Tür drin. Ne, das ist gar nicht der Falke, das ist dieses komische Schiff. Wir stellten das hier genau vor die Tür. Wir kriegen einen Droiden. Ah, ein... Eins von drei. Warte mal, kann die keine Stampfattacke? Ne, dann lieber hier zu Finn. Da kannst du ein bisschen Stampfattacke. Und hat ein Lichtschwert. Oh, anscheinend gibt's hier, ist das Level nicht so lang, weil der Balken, der führt sich relativ schnell oben. Der wäre hier die Balken. Das ist gut und schlecht. Von C3PO. Okay. Fuck, welche Taste muss ich da jetzt drücken? Ach so, U. Ich habe K gedrückt, das war das Problem. Alle verfügbaren Einheiten zur Panzertür. Ich wiederhole. Alle verfügbaren Einheiten zur Panzertür.
Okay, das scheint mir funktioniert zu haben. Auch wenn das noch nicht genau das war, was wir machen müssen. Ist hier sonst noch irgendwas drin, außer der dunklen Macht? Nee. Die Kamera zeigt es mir leider auch nicht. Das Ding ist praktisch massiver Dura-Stahl. Wir brauchen Hilfe. Ja, wir brauchen mehr Charaktere dafür. Oh, Verzeihung, General, aber diese Tür ist gerade verriegelt aufgrund eines... Wenn jemals jemand behauptet, die Schubdüsen eines X-Flüglers seien geeignet, um Nerfwürstchen zu braten, dann lügt er. Meine sind super geworden. Ich hab's dir gesagt. Höchstens 3 Sekunden. Hört mal, könnt ihr sie nicht einfach manuell überbrücken? Ja, wir könnten sie manuell überbrücken. Wenn wir uns gerade den Tisch bepowert. Und wir nicht einen Teil kaputt gemacht hätten. Ach, okay, wir müssen 2 Entregelungsklemmen betätigen und dann den Schaltkreis laden. Und wir müssen uns beeilen. Ja, wir müssen uns beeilen, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo es weitergeht. Ach, jetzt geht er noch weiter nach hinten. Das soll mir einer sagen. Das scheint wieder hier so ein Rätsel zu sein. Wir mussten die Bahn ausschlachten, um ein Schiff zu reparieren. Aber es sollten genug Teile da sein, um die Lücken zu füllen. Okay, jetzt weiß ich, was wenn wir machen müssen. Wir müssen das hier so wieder aufbauen. Anwerft, könnte ich mir noch ein Wirb... Nein. Das Ding hier weiter bewegen. Okay, können klar. Wir jetzt hier hin. Ich verstehe vollkommen. Ich frage, wo muss es hin? Okay, da anscheinend. Okay. Dann muss das hier wieder weg. Und dann... Nein. Jetzt bringt mir das Teil jetzt da. Gar nichts, ne? Nö. Ich sagte, öffne die Tür! Ich glaube, wir haben das jetzt ein bisschen falsch gemacht. Die Tür! Die Tür! Öffne sie! Oh, warum verstehst du mich nicht? Ja, sei mal ruhig. Bleib mal ruhig. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Ey, warum ist die Steuerung denn verdreht? So. Stelle ich ihn da ab? Jetzt baue ich das Teil wieder nach da. Ein kleines Rätsel hier wieder. Aber eigentlich kein unmögliches. Ich glaube, ich verstehe es nämlich. Oder auch nicht. Ein Kühlflüssigkeitsleck hat die Sicherheitsprotokolle aktiviert. Die Tür kann nur von innen geöffnet werden. Was kein Problem wäre, würde Obon da drin nicht nur Botsche sprechen. Kann ich behilflich sein? Ich spreche Botsche wie meine Muttersprache. Tob dich aus. Troy, da. Warte mal. Da, Koma. Warte mal. Was sieht man denn so beschissen mit den Scheißfarben? Jamia? Das? Da, Koma. Nein, da. Troy, da. Die Steuerung ist trotzdem empfindlich und man sieht das kaum mit den Farben. Man muss wirklich vielleicht eher auf die Form achten. Weil ich habe bisher immer auf die Farbe geachtet. Ich muss das wirklich einfacher. Ich spreche Botscha wie meine Muttersprache. Zitat aus Episode 4 von C3PO. So. Aber es scheint sogar richtig zu sein, was wir machen, ne? Weil jetzt kommen wir nämlich hier rein. Aber dass man so weit nach hinten laufen kann. Die Entregelungsklemme stecken wohl in diesem Eisblock. Das sieht man natürlich nicht auf den ersten Blick. Genau, jetzt ist das Ding auch gerade da. Jetzt haben wir ja schon dahin geparkt. Nein, die ist scheiße. Ja, der ist besser. Okay, hier kommen wir nicht weiter nach hinten. Das war anscheinend erstmal dieses Ding da raus tun. Die Frage ist, wie können wir das machen? Da ist es arschkalt. Ja. Da brauchen wir einen Schneetruppler. Nur Charaktere mit Kälteschutz können das tun. Aber anscheinend können wir vielleicht die Kälte auch irgendwie ausschalten. Das wäre deutlich einfacher, wenn die Kamera mir das ein bisschen besser zeigen würde. Okay, anscheinend scheint das funktioniert zu haben. Nee. Da brauchen wir anscheinend irgendjemanden, der auch die Kälte ab kann, dass wir das Ding ja kaputt machen können. Die Charaktere kriegen wir ja später alle. Okay, den Eisblock müssen wir jetzt da hinstellen. Dann mit wie dem lange Ding besser schmilzt? Okay. Zu lange. Oh, ich habe eine Idee. Kleiner Tipp, so habe ich dieses Würstchen gebraten. Nicht die schlimmste Idee aller Zeiten. Danke. Nein, das war dich jemals dem Widerstand beitreten zu lassen. Also was? Gut, wir können den Eisblock mit diesem Kran zum X-Flügler hieven. Jetzt habe ich es auf jeden Fall verstanden, was wir machen müssen. Jetzt habe ich jetzt BB-8. Nein, andere Richtung. Nein,
Nein. Genau, da will ich hin. Die Steuerung ist verdammt doof. So, jetzt genau, ich krieg C3PO, um das Ding da zu verschieben. Das macht Sinn. Ja gut, wenn der das auch verschoben kriegt, ich weiß nicht, wie ein Droide das hinkriegen soll, weil ich weiß nicht, wie stark der ist, aber scheint ja zu klappen. Und jetzt mit BB-8 befeuern. BB-8, kannst du die Düsen in den Wartemodus schalten? Dass das jetzt schmilzt. Wo wir das jetzt hier fertig bauen können. Boah, war das kompliziert. Oh, wir müssen uns da sogar ranhängen. Und damit haben wir das die erste Seite freigeschaltet. Natürlich wäre es hilfreich, hätte jemand die Ausrüstung nicht vor den Klemmen gelagert. Ja, tut mir leid. Ich wollte sie aus dem Weg schieben, aber jetzt sind meine Finger vom Würstchen ganz fettig, also, naja. Sie hier, ne? Wir müssen diese Frachtkiste entfernen. Die typische Widerstandmusik. Genau, hätten wir ja auch gleich mal einfach anmachen können. Danke, das wäre dann alles. Verdammt. Ja, ihr könnt euch freuen. Nein, daran, daran, genau. Und da erscheint ein Schalter für BB-8. Und die andere Klemme? Oh, sie ist zertrümmert. Sie ist Okay, der Kontrollraum ist gleich hier entlang. Und du kochst mir nichts mehr mit dem X-Flügler. Menno! Dieser Arm muss unbedingt neu lackiert werden, so erkennt mich niemand. Außerdem ist er aus ästhetischer Sicht höchst abstoßend. Ich will nicht die Leute umbringen, ich will die Kiste zerstören. Ich werde wohl keine Gegner sein. Also mich irgendwie ein bisschen wundern, wenn die Sturmtruppler wären. Wir brauchen wieder C3PO, der hier irgendwas aktivieren kann. Okay, auch wieder Sonnenrätsel. Zu spät. Oh, ich sehe das kaum. Okay, jetzt sehe ich das. Das. Verdammt, es war zu spät. Jetzt und... Nein! Verdammt, der nimmt das mal so spät an. Jetzt. Der sieht einfacher aus, als es ist, weil der leider die Steuerung ein bisschen doof, komisch annimmt. Wenn man durch eins drückt, kann man durch nicht direkt das nächste drücken. Die Kontrollraum sind auch verriegelt? Das war ich nicht. Ich drücke in der Regel alle gleichzeitig, weil die meisten dann auch gleichzeitig an sind. Oder richtig sind. Das geht aber nicht. Man muss die wirklich hintereinander drücken. Wir vermuten, es könnte an einer Stromkreisunterbrechung liegen. Okay, der zweite Droide ist hier. Ja, ich weiß, dass das so nicht geht. Dafür brauchen wir... Ja, ich weiß es doch. Generäle, wenn sie sich auf den ID-Scanner stellen könnten. Frage ist, können wir uns nicht einfach alle zu viert darauf stellen? Wir sind doch vier Leute. Oder müssen wir darauf stehen bleiben? Anscheinend, ne? Nee, müssen wir nicht. Verwende als B8 und H, um die Maschine zu steuern. Das ist wieder so ein Spielchen hier. Oh Gott. Da, was muss ich überhaupt machen? Das ist gar nicht mal so leicht. Ich habe bei solchen Spielen ja immer persönlich besonders gut bin. Warte mal, ich drehe erstmal die Seite richtig. So. Jetzt diese Seite. Endlich. Okay. War eigentlich auch gar nicht mal so schwer. Man muss halt nur die eine Seite erstmal richtig drehen und dann die andere machen. Und nicht irgendwie beides hintereinander gleichzeitig. Einwechseln. Und so wieder auf die mit dem Schwert. So, dein Stuhl kannst du nicht mehr benutzen, so bleibst du ab sofort stehen. BB-8, kannst du deine Daten in den Astromech-Anschluss laden? Können wir noch irgendwo einen Droiden ausladen? Hier noch was verstecken in der Ecke? Ein Minikit oder sowas? Ich weiß gar nicht, wo wir an der Stelle irgendwie hier in dem Level Minikit kriegen. Warte mal. Was muss ich jetzt zuerst machen? Ich mach mal das hier oben. Ich weiß nämlich gerade echt nicht, was ich zuerst machen muss. Das andere sieht mir so offensichtlich aus. Okay, das war gerade ein bisschen dumm, dass ich da jetzt gerade rausgegangen bin.
Die rechnen sind alle an. Oh, das hat sich gelohnt. Denn da erscheint ein Minikit. Wo ist der Ton hin? Der Ton war leiser. R2, ich vermisse unsere Gespräche, auch wenn du mich meistens nur beleidigt hast. Hohohoho. Aber dann hat R2 dich mal beleidigt. Sehr gut. Wahrscheinlich wird es tatsächlich jetzt immer so zu sein mit den drei Dingen. Laden. Fehler bei der Datenübertragung. Luke's Karte, aber die ist unverständlich, aber... Generalin, ich bedauere Ihnen das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Was noch schlimmer ist, sie passt zu keinem uns bekannten System. Wir haben einfach nicht genug Informationen, um Master Luke zu lokalisieren. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und nach Hause bringen? Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist Ihr nächstes Ziel. BB-8, du verschwendest deine Zeit. Ich fürchte nicht, R2-D2 befindet sich im Energiesparmodus, seit Master Luke fortgegangen ist. Die Auswertung der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigt Finns Bericht. Und das ist die Starkiller-Basis. Woher bezieht eine Waffe dieser Größe ihre Energie? Sie wird gespeist durch die Sonne. Die Waffe entzieht Energie, bis die Sonne irgendwann verschwindet. Na schön, wie sprengen wir sie? Es gibt immer einen Weg. Bei der Menge an Energie, die die Waffe speichert, muss in dieser Basis irgendwo ein Thermalgenerator sein. Den gibt es. Falls es uns gelingt, den Generator zu zerstören, destabilisiert das vielleicht den Kern und vernichtet die Waffe. Na, dann beschießen wir diesen Generator mit allem, was wir haben. Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Abschalten kann ich die Schilde schon, aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Dann fliegen wir dich hin. Reparaturen abgeschlossen. Jetzt noch Treibstoff und Munition verladen. Treibstoff, Munition und Wookie-Cookies für Chewie. Wookie-Cookies. Ich werde das Schiff vor dem Abflug überprüfen. Ihr kümmert euch um die Vorräte. Vergiss nicht, wer hier der General ist. Okay. Die Folge Lego Star Wars ist einfach in der Macht. Ist damit leider vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du in die Mitte klicken. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und möge die Macht mit dir sein.